Ja, dann darf ich starten und Sie alle herzlich willkommen heißen zum vierten Digitalk, diesmal zum Thema Sicherheit in Erwachsenenbildungsangeboten. Digitalk, das ist unser Online-Diskussionsformat und Bildungsformat zu digitalen Themen. Dieser Digitalk findet im Rahmen des EBMOG Plus statt. Das ist unser großer offener Online-Kurs mit heute schon fast 2800 Teilnehmenden. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Ich bin Karin Kulmer von Conedo. Ich werde mich heute um die Moderation kümmern. Auch da von Conedo sind meine Kolleginnen Martina Süßmeier und Antonia Pichler, die bereits vorher im Technik-Intro schon zu sehen waren. Außerdem sind auch Birgit Aschemann und Simone Müller da, die heute als Moderationssupport dabei sind und ein bisschen unterstützen werden. Das heißt, wer Fragen hat, bitte einfach im Chat posten. Die Kolleginnen nehmen das dann auf und werden es entweder im Hintergrund an die Moderation weiterspielen oder, wenn es jetzt technische Fragen sind, werden Martina und Antonia das gleich direkt beantworten. Ja, vielen Dank an euch alle fürs Dabeisein. Großer Dank gilt auch unserem Fördergeber, das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Ja, und dann würde ich gleich als nächstes gern mit ein paar organisatorischen Hinweisen noch weitergehen, bevor wir dann wirklich starten. Ja, der Talk wird live gestreamt und aufgezeichnet. Das heißt, bitte beachten Sie, dass das jetzt eben eine Live-Vorführung ist. Unser Livestream sollte auch schon laufen. Auch die Aufzeichnung läuft bereits. Der Link zum Livestream und zur Aufzeichnung sehen Sie hier eingeblendet. Sollten Sie währenddessen irgendwie rausfallen und es nicht mehr schaffen, noch einmal in den Webinarraum zu kommen, können Sie im Livestream weiterschauen. Wir haben diesmal unseren Raum auf 500 Teilnehmende erweitert, sodass wirklich alle, die das möchten, live dabei sein können. Ja, unsere Kommunikation während des Webinars, also wir haben eben über 140 Teilnehmende, deswegen bitte ich wirklich alle, die Kommunikation über den Chat zu spielen, nicht das Video zu aktivieren, auch nicht das Mikro zu aktivieren, und ich bitte da wirklich um Verständnis, dass es sein kann, dass wir sie dann ausschalten müssen. Also bitte wirklich im Chat posten, wir nehmen das auch wahr, wir sind mit dem ganzen EBMOG-Team da und Ihre Fragen werden verlässlich weitergegeben. Die Fragen aus der Vorab-Erhebung, die Sie ja auch schon ausfüllen konnten, werden im Webinar aufgegriffen. Das werden wir dann nachher mit einer Einblendung machen. Und wir werden jetzt auch unsere Vorab-Erhebung schließen. Und ich bitte jetzt, sind dort nichts mehr weiter zu posten, sondern jetzt wirklich auf den Chat umzusteigen. Wer eine separate Teilnahmebestätigung möchte, also jetzt wirklich nur für das Webinar, das hat nichts mit der EBMOG Plus Teilnahmebestätigung zu tun, kann eine Teilnahmebestätigung erhalten. Voraussetzung dafür ist wirklich, das Webinar live anzusehen, also jetzt entweder im Webinarraum oder im Livestream und bis ganz zum Schluss dann da zu bleiben. Wir werden dann am Ende noch genau sagen, wie Sie zu Ihrer Teilnahmebestätigung kommen. Genau, wie schon gesagt, betrifft in keiner Weise die Teilnahmebestätigung für den EBMOG Plus. Die bekommen Sie natürlich auch, wenn Sie das Webinar im Nachhinein ansehen. Gut. Unser Thema heute ist Sicherheit in Erwachsenenbildungsangeboten. Wir sind ja jetzt seit letzter Woche Corona-bedingt noch stärker als sonst im digitalen Raum unterwegs. Wir sind mittendrin im digitalen Wandel. Viele Bildungsveranstaltungen werden auf online umgestellt, neue Tools werden ausprobiert. Das Tempo hat sich ganz stark erhöht. Man ist wirklich gefordert, schnell Lösungen zu finden und das vielleicht auch noch vom Homeoffice aus. Da stellen sich jetzt immer wieder Sicherheits- und Datenschutzfragen. Das ist zwar immer ein wichtiges Thema, aber jetzt wird es eben für viele aufgrund der erhöhten Geschwindigkeit noch einmal drängender. Und als Erwachsenenbildnerinnen sind wir doppelt gefordert in der Situation. Einerseits müssen wir selbst uns sicher und datenschutzkonform verhalten und andererseits geht es wirklich ganz stark darum, auch unsere Teilnehmenden zu informieren, dass die eben auch informierte Entscheidungen treffen können. Deswegen ist es wirklich ein sehr relevantes und aktuelles Thema und es freut mich besonders, dass wir heute drei Expertinnen am Podium haben, mit denen wir das Thema jetzt in den nächsten 1,5 Stunden gemeinsam diskutieren können. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Matthias Jax
Michael Lanzinger und Julia Schindler und bitte die drei, sich jetzt ganz kurz anhand der Folien selbst vorzustellen. Matthias, bitte. Vielen Dank. Ja, hallo, mein Name ist Matthias Jax. Ich bin Projektleiter von saferinternet.at. Für alle, die diese Plattform nicht kennen, saferinternet.at betreut seit 15 Jahren mittlerweile die EU-Initiative Safer Internet. Und das Ziel ist, Kinder und Jugendliche beim sicheren Umgang mit dem Internet zu unterstützen, aber natürlich damit verbunden auch alle Bezugspersonen, die irgendeiner Art und Weise mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, also von Lehrer und Lehrerinnen, aber eben auch Pädagogen und Pädagoginnen. Meine Themen sind einerseits das Thema Umgang mit Medien, das kritische Denken im digitalen Zeitalter auch immer wieder zu hinterfragen. Und ich versuche auch relativ viel Know-how in Richtung Datenschutz heute ein bisschen mitzugeben und auch ein bisschen, was kann man in der Praxis dann auch wirklich anwenden. Ja, vielen Dank, Matthias. Als nächstes bitte ich den Michael Lanzinger, sich kurz vorzustellen. Ja, schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Ich hoffe, man versteht mich gut. Ja, ich bin selbstständiger Rechtsanwalt aus Oberösterreich und bin im Bereich Cybercrime und Online-Recht tätig. Ich vertrete quasi jene Personen im Anschluss an meine Vorredner, die das Internet nicht ordentlich genutzt haben manchmal. Nichtsdestotrotz beschäftige ich mich auch sehr viel einerseits mit Datenschutz und andererseits mit Urheberrecht und generell auch mit den notwendigen Skills, die halt im Umgang mit Internet und im Umgang mit Tools, die online sind, entsprechend notwendig sind. Was ist mein Ziel in der ganzen Sache? Es ist einfach, Ihnen zu vermitteln, welche Möglichkeiten es gibt, wie das Ganze rechtlich ausschaut und selbstverständlich auch etwas die Angst vor irgendwelchen komplizierten Rechtsfragen zu nehmen, weil oft ist, wenn man sich Dinge anschaut, es gar nicht so tragisch, wie man denkt. Und nachdem ich mich 2018 im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung relativ viel mit Datenschutz beschäftigt habe und selbst aus dem E-Learning-Bereich komme, glaube ich, dass ich da einen entsprechenden Beitrag leisten kann. Danke insofern auch für die Einladung. Ja, vielen Dank, lieber Michael. Als nächstes bitte ich die Julia Schindler, sich noch kurz vorzustellen. Ja, hallo, schönen guten Nachmittag. Mein Name ist Julia Schindler. Kriege ich auch eine Folie, Karin? Ja, bitte, ist schon da. Ja, danke schön. Okay, ich war lange in der Basisbildung tätig, habe viel unterrichtet, vor allem auch im Bereich digitale Kompetenzen. Aktuell bin ich nur mehr leider in der Ausbildung tätig und außerdem Educational Designerin in der Abteilung Digitale Medien und Lerntechnologien an der Uni Innsbruck. Meine Themen sind vor allem, wie schaut das mit dem Datenschutz dann in der Realität aus, also in der Unterrichtsrealität, wenn ich vor meinem Computer sitze und vorbereite, was können dann meine Gedanken, mein Vorgehen sein und wie ist es, wenn ich im Kurs sitze und unterrichte, wie schlägt sich das dann in der tatsächlichen Unterrichtssituation nieder? Also ich bin da für die Praxis zuständig. Ja, super. Vielen Dank, liebe Julia. Also danke euch dreien für die Vorstellung und dass ihr heute dabei seid. Ich muss jetzt da kurz auf die Seite schauen, wo meine Folien liegen und meine Bildschirmfreigabe kurz stoppen. Genau, da sind wir auch schon wieder. Und bereits, Entschuldigung, anderes Thema. Es gibt auch eine Umfrage, die wir vorbereitet haben, Entschuldigung, damit wir unsere Teilnehmerinnen auch besser kennenlernen. Und ich würde jetzt meine Kollegin Martina Süßmeier bitten, uns die Umfrage mal kurz einzublenden. Das heißt, dass wir auch wissen können, wer unsere Teilnehmerinnen heute sind. Bitte einfach kurz einmal klicken und teilen Sie uns einmal mit, in welchem Bereich Sie tätig sind. Wir sehen schon, dass viele aus dem Bildungsmanagement heute da sind. Es ist sehr spannend. Einige Selbstständige, auch Kursleiterinnen. Wenige aus der Hochschullehre sind auch dabei. Eine Person aus der Schule. Auch eine Person, die studiert. Aber insgesamt schaut es so aus, dass es wirklich über 50% der Anwesenden, über 50 Personen, 42% der Anwesenden wirklich im Bildungsmanagement tätig sind. Und das ist ja auch ganz spannend, weil wir mit der Julia ja heute auch eine Bildungsmanagerin bei uns haben. Da kommen sicher viele Fragen, die gerade auch für Bildungsmanagerinnen spannend sind.
weil ich die Frage gerade im Chat sehe, wo man die Umfrage sehen kann. Die Umfrage die wird von Zoom eingeblendet. Das kann an Ihren Einstellungen liegen, wenn Sie die jetzt nicht sehen können. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel über den Browser drinnen sind, kann es passieren, dass die jetzt nicht mittig ist, so wie sie jetzt zum Beispiel bei mir aufscheint. Genau. Ja, also vielen Dank einmal an alle, die sich da jetzt an unserer Umfrage beteiligt haben. Vielen Dank, Martina. Bitte könntest du die Umfrage wieder beenden. Dankeschön. Und ich würde als nächstes gleich gerne direkt in das Thema starten, in unser Thema Sicherheit und Datenschutz. Wir hatten ja auch schon vorab die Möglichkeit, Umfragen per Slido-Tool zu Fragen zu posten. Und auch hier haben wir die Fragen jetzt vorbereitet. Liebe Martina, wenn du so nett wärst und den Bildschirm freigibst, dann können wir sie alle sehen. Vielen Dank, super. Genau, das waren also die Fragen, die gekommen sind. Also mit 27 Fragen ist da schon einiges passiert. Und ich würde gleich gerne mit den Fragen starten. Unsere Top-Frage mit 23 Daumen hoch sozusagen war eben, welches Live-Webinar-Tool oder LMS kann als DSGVO-konform gelten? Welche empfehlenswerte Anbieter gibt es mit Hosting in Deutschland, Österreich und der Schweiz? Ich würde gern als erstes den Michael Lanzinger als Experten für Rechtsfragen dazu bitten und anschließend vielleicht den Matthias, der dazu auch schon was vorbereitet hat. Ja, danke schön. Da muss ich grundsätzlich dazu sagen, also muss ich fast den Matthias dann den Hauptpart überlassen, der da die konkreten Tools ist. Grundsätzlich kann man aber rechtlich eines dazu sagen, wie schaut das Ganze aus, datenschutzrechtlich, DSGVO-konform, muss ich einfach anschauen, worum geht es konkret beim Datenschutz, und es geht letztlich immer um die richtige gesetzesgemäße Datenverwendung und auch die Datenminimierung. Das bedeutet, das Beste sollte natürlich immer sein, dass man möglichst wenig Daten weitergibt, beziehungsweise dann auch auf die Datensicherheit achtet. Das bedeutet, es gibt jetzt von mir zumindest kein Tool, was ich jetzt empfehlen kann oder nicht empfehlen kann, sondern beim Tool oder bei der Auswahl eines Tools ist meines Erachtens es durchaus einfach möglich, sich gewisse Gegebenheiten des Tools anzuschauen und darauf dann auch wirklich selbst um zu entscheiden, ob das Ganze sozusagen datenschutzrechtlich konform ist oder nicht. Es gibt da keine per se falschen und keine per se richtigen Lösungen. Was man dazu eben sagen kann, ist beispielsweise, dass ich in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, in den Nutzungsbedingungen einfach einmal schauen kann, was passiert eigentlich mit diesen Daten. Also wenn ich ein Tool habe, wenn ich mich für ein Tool interessiere, welche Daten werden überhaupt erfasst, welche Daten sind notwendigerweise einzugeben und dementsprechend zu entscheiden. Das ist so zumindest einmal mein grundsätzlicher Ansatz. Sehe auch gerade im Zoom-Gruppen-Chat, dass Selbstentscheiden sozusagen auch nicht weiterhilft, ganz klar. Darum, wie gesagt, da möchte ich dann an den Matthias übergeben, der, glaube ich, einige konkrete Tool-Vorschläge hat. Wie gesagt, das ist nur mein Vorschlag, einmal generell datenschutzrechtlich zu entscheiden. Aber mir ist das natürlich vollkommen klar, dass uns das nicht sehr weit bringt. Nichtsdestotrotz ist es einfach sinnvoll, gerade wenn ein neues Tool auf den Markt kommt, wo man das eben noch nicht sagen kann, dass man mal schaut, okay, gut, was werden für Daten verwendet, also welche Daten werden überhaupt erfasst, das muss an sich vom Tool angegeben werden und dann auch, wo werden diese Daten weitergegeben. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, die Daten werden zu Werbezwecken weitergegeben, ist das natürlich auch problematisch sozusagen. Und weil ich jetzt auch darum gerade sehe, geht es nicht auch darum, wo die Server stehen und welches Recht gilt? Ja, grundsätzlich schon. Es ist immer besser, wenn der Server eines Tools oder wenn der Anbieter eines Tools in der EU ist, weil wir hier die DSGVO-Abdeckung einfach haben. Und dementsprechend haben wir dann da eine bessere Möglichkeit des Zugriffes, während wir zum Beispiel in Amerika nicht ganz genau wissen, wer jetzt wirklich auf unsere Daten zugreift, wenn man da einen entsprechenden Patriot Act sich ansieht.
Dann ist noch eine Frage, die ich gerade sehe. Kann ich nicht zumindest sagen, welche Tools gegen die DSGVO verstoßen? Also ein Tool, was ich auf jeden Fall sagen kann, das gegen die DSGVO verstoßt, das aber nämlich auch im Bildungsbereich wahnsinnig gern verwendet wird, ist WhatsApp. WhatsApp ist ein Thema, weil WhatsApp letztlich die Daten ohne die konkrete Einwilligung unseres Gegenübers einfach nach Amerika schickt, wo sie vielleicht oder vielleicht auch nicht mit Facebook verbunden werden. Also das ist was, es nutzen alle, ist mir vollkommen bewusst, aber das ist definitiv ein Problem. Und weil hier dann auch gerade gefragt wird von Zoom, glaube ich, ist das eine sehr gute Brücke, um an den anderen Sprecher entsprechend zu übergeben, Matthias. Danke, Michael. Ja, also ganz konkrete Antwort, weil wir auch mit Zoom arbeiten. Keine Sorge, Zoom ist jetzt nicht per se verboten. Es ist auch nicht per se gegen DSGVO, sondern das Wichtige ist, das Ganze eben immer im Rahmen zu betrachten. Was heißt denn die DSGVO oder was ist eigentlich der Gedanke dahinter? Der Gedanke ist ja eigentlich nichts anderes, als dass ich schauen muss, welche Daten werden verarbeitet. Das muss ich dem Gegenüber so transparent wie möglich darstellen können. Und wenn ich die Möglichkeit habe, es gibt so ein sogenanntes Auftragsdaten, ich muss kurz spicken, Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, wenn ich den abschließen kann, dann habe ich schon ein Tool gefunden, wo ich auch DSGVO-konform ein Tool nutzen kann. Also Zoom, ja, bitte, kann man in der Form natürlich auch nutzen. Und es hat jetzt weniger in erster Linie auch damit zu tun, wo diese Server gehostet werden, weil es gibt zwischen EU und Amerika natürlich ein Abkommen. Dieser Privacy Act, das Privacy Shield schaut da eigentlich auch drauf. Natürlich gibt es dann immer, wenn man ganz konkret reinschaut, Probleme und Herausforderungen und man weiß nie ganz genau, was dann auch im Hintergrund passiert. Deswegen ist das natürlich von Vorteil und auch der Wunsch der DSGVO, dass man eigentlich europäische Tools nutzt. Jedoch spricht nichts dagegen, wenn man das so transparent wie möglich auch macht, dass man zum Beispiel diese Tools auch nutzt. Aber jetzt, weil die Toolfrage schon aufgekommen ist, klare Antworten auch. Es gibt Möglichkeiten, ich muss wieder spicken in meinen Zettel. Zum Beispiel Jitsi ist ein kostenloses Tool, das ist auf Open Source Basis, das kann ich mittlerweile auch bei einem Host in Vorarlberg nutzen. Ist uns empfohlen worden, Fair Meeting nennt sich das Ganze. Wird jetzt gerade auch in den Chat gepostet. Es gibt mittlerweile auch eine EU-Lösung, die haben sie sogar in diesem Zuge aus dieser Beta-Version herausgeholt. Das heißt, EduMeet funktioniert auch alles direkt im Browser, muss ich nichts installieren. Das ist auch relativ kompatibel mittlerweile. Die große Herausforderung, vor der man immer steht, ist, wie viele Leute braucht man eigentlich? Wie viele Leute will man reden? Und Zoom ist unserer Erfahrung nach oder auch meiner Erfahrung nach aktuell das stabilste für genauso ganz große Meetings. Aber für kleinere Meetings gerne auf Alternativen zugreifen und wichtig einfach zu hinterfragen. Aber da gebe ich einfach an Julia weiter, wie man da am besten den Zugang findet. Also, weil ich jetzt gerade die ganzen panischen Fragen im Chat gelesen habe, ich finde es ganz wichtig, die eigenen Ansprüche nicht allzu hoch zu stellen. Also ganz viele Tools sind zumindest unbedenklich oder rechtlich abgedeckt. Wie der Michael gesagt hat, WhatsApp ist kritisch zu sehen. Es gibt ein paar Dinge, die da durchaus kritisch zu sehen sind. Aber grundsätzlich kann ich einfach sagen, Zoom ist leicht zugänglich, Zoom funktioniert, Zoom ist okay von Datenschutzgrundverordnungsstandpunkt her. Dann nehme ich jetzt in dieser Situation einfach Zoom, bitte. Ganz wichtig finde ich, die Tools, die Auswahl der Tools auf 3, 4 einzuschränken, die man hat, und dann Tests durchzuführen, also nicht die gesamte Tool-Landschaft abdecken zu wollen und ausprobieren zu wollen, sondern sich 4 auszusuchen und die zu testen und danach zu schauen, nicht nur, wie schaut es mit dem Datenschutz aus, sondern auch, ist das Ding halbwegs zugänglich für meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen und läuft stabil im Moment, also jetzt gerade zur aktuellen Situation zu sagen, ist das einfach ein großer Punkt. Und da kann es halt durchaus sein, dass Dinge, die in Amerika gehostet werden, aktuell nur stabiler sind als die, die in Vorarlberg sind. Ich finde den Vorarlberger Jitsi-Server super. Wenn dann aber ganz viele frustrierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor dem Meeting sitzen, nutzt man das nichts, dass der Datenschutz super ist. Okay. Mhm. Gut, also ich glaube, zusammenfassend kann man festhalten, dass Zoom zum Beispiel wirklich okay ist, dass es auch andere alternative Lösungen gibt, die teilweise im Chat schon gepostet wurden, die auch super sind und dass es vor allem immer um eine wirklich pragmatische Lösung geht, wenn ich dich, Julia, richtig verstehe. Also, dass man wirklich schaut, einerseits natürlich, was ist datenschutzrechtlich
sagen wir mal, rechtlich in Ordnung, aber was kann ich auch recht einfach und schnell verwenden? Der Michael wollte noch etwas sagen. Ja, weil ich mir jetzt da die Fragen ein bisschen durchgelesen habe, ich möchte mir eines sagen und damit Douglas Adams mit Per Anhalter durch die Galaxis zitieren, nämlich Don't Panic, also keine Panik. Es ist so, dass die ganzen Tools, wie die beiden anderen schon gesagt haben, die schauen auf die Sicherheit. Denn sämtliche Tools wissen eines, dass die Datenschutzgrundverordnung den europäischen Datenschutzbehörden die Möglichkeit gibt, sie abzudrehen. Und das geht gegen das Geschäft. Ja? Und das ist ein Problem. Es gibt nur der Ansicht sein, wo wir wie bei WhatsApp sind, wir streiten das aus. Nur in Wirklichkeit, WhatsApp gibt es noch, es ist noch vertreten. Das bedeutet, was ich sagen kann, die ganzen Dinge, die hier gepostet wurden, ja, Zoom, Skype, Microsoft Teams und so weiter, das sind alles große Firmen. Ja, gerade bei Skype und Microsoft bin ich halt in diesem ganzen Microsoft-Habit drinnen sozusagen. Aber trotzdem, also Sie müssen sich eins vor Augen halten, ja, dass derzeit es immer wieder, man hört von Bußgeldern wegen Datenschutzgrundverordnung. In Österreich insbesondere die Datenschutzgrundverordnung oder die Strafen, die bei der Datenschutzgrundverordnung ausgesprochen wurde, sind erstens einmal durchschnittlich 5.000 Euro, nicht 20 Millionen. Und das nächste ist, diese Strafen sind primär ausgesprochen worden wegen unzulässigen Videoüberwachungen. Und diese unzulässigen Videoüberwachungen sind lauter Strafen, die nach der alten Rechtslage, also Datenschutzgesetz 2000, einmal überhaupt ausgesprochen wurden. Das bedeutet, dass man sich meines Erachtens rechtlich hier nicht so viel Gedanken machen muss. Meines Erachtens ist, muss ich ganz ehrlich sagen, die Gefahr größer, dass man wegen Urheberrecht abgemahnt wird, wie dass ich zurzeit wirklich eine Strafe wegen Datenschutz bekomme. Dementsprechend muss ich leider sagen, weil das jetzt auch im Chat drinnen ist, die Rechtssicherheit, gerade bei Tools, Recht und Technik ist immer ein Problem. Ja. Das bedeutet, eine hundertprozentige Rechtssicherheit kann man aus jetziger Sicht nicht geben, weil es nicht umsonst heißt, zwei Juristen, drei Meinungen. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es aus meiner Sicht Tools, die hier genannt wurden, die sind einfach in Ordnung. Und vielleicht auch noch ganz kurz zu diesem Auftragsdatenverarbeitungsvertrag. Den müssen Sie nicht mit den Teilnehmern abschließen. Da geht es nur darum, dass Sie sozusagen das Tool in die Lage versetzen, datenschutzrechtlich eine Datenverarbeitung vorzunehmen, die Ihnen zuzuordnen ist. Und das geht sehr stark automatisiert. Das heißt, entweder gibt es dann ADV, also einen Auftragsverarbeitungsvertrag, den Sie ausdrucken und dann hinschicken, oder Sie können das Ganze überhaupt im Internet machen. Also Sie müssen da auch nichts entsprechend selber schreiben. Und weil ich jetzt auch sehe, Auslegung DSGVO in Österreich und Deutschland scheint sehr unterschiedlich zu sein. Ja, das liegt auch daran, weil nämlich in Deutschland wir pro Bundesland eine Datenschutzbehörde haben, während wir in Österreich nur eine zentrale Bundesdatenschutzbehörde haben. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Datenschutzbehörde in Hessen und ich glaube in Bayern, die preschen ziemlich vor, sie machen sehr viel, andere verhalten sich sehr ruhig. Das heißt, wir haben es in Deutschland eben bundeseinheitlich nicht. Ja. Das ist das Thema bei uns in Österreich schon. Und zurzeit muss man ganz ehrlich sagen, die Datenschutzbehörde ist einfach auch sehr stark überlastet, weil mit der Datenschutzgrundverordnung wahnsinnig viel gekommen ist. Und also die Chance, dass Sie wegen einer datenschutzwidrigen Verletzung, also wegen einer Datenschutzwidrigkeit im Zusammenhang mit eines der Tools, die wir genannt haben, da abgemahnt werden, die halte ich für gleich null. Rechtlich kann ich sie natürlich nicht ausschließen, aber ich halte sie für gleich null, weil sie haben ein entsprechendes Tool ausgewählt, diese entsprechenden Tools, sie haben sich auch Gedanken darüber gemacht. Das kann man auf jeden Fall argumentieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Trifft sie auch keine hohe Strafzahlung. Und selbst gegen diese Strafzahlung kann man im Verwaltungsrechtsweg, weil es ist nichts anderes wie eine Verwaltungsstrafe, kann man Einspruch erheben. So, bevor ich jetzt dann auf stumm geschaltet werde, weil ich mal wieder meine Zeit überschritten habe, es tut mir leid. Bitteschön. Matthias, bitte.
Genau, also das wollte ich jetzt noch mitgeben, dieser, man hat ein bisschen das Gefühl gerade, dass noch immer die Angst vorherrscht, ich muss dieses eine perfekte Tool finden. Muss ich enttäuschen, es gibt nicht das eine perfekte Tool und wir können auch nicht die Empfehlung geben für dieses eine perfekte Tool, weil wenn es sowas gäbe, dann wäre der Marktführer und wir würden es nutzen. Wir probieren das gemeinsam aus. DSGV ist relativ jung in der Form, wie es aktuell auch verstanden wird. Da wird relativ viel im Hintergrund auch durchjuridiziert gerade. Also es kommt wirklich von Fall auf Fall auf Fall an und wir lernen alle miteinander dazu. Das, was ich auf jeden Fall heute noch mitgeben möchte, ist einfach so transparent wie möglich zu sein. Das hilft. Das ist genau das, was allen hilft. Und zwar, ich schaue mir an, wer ist der Verarbeiter der Daten, was sammelt er für Daten? Also ich weiß zum Beispiel bei Zoom, was machen die mit den Inhalten? Wird das irgendwo gespeichert? Was habe ich dann davon? Das transportiere ich meinen Teilnehmerinnen und die müssen dementsprechend zustimmen, wenn sie das Tool mit mir nutzen wollen. Und dann bin ich sehr offen gegenüber ihnen, dass sie wissen, wo das verarbeitet wird und ich weiß auch, welche Daten verarbeitet werden und mehr ist es eigentlich nicht. Ich würde gerne eine Meldung oder vielleicht Julia noch kurz, ich würde da nämlich gerne überleiten auf Basis einer Meldung aus dem Chat, bitte. Ich denke, es ist auch nochmal wichtig, zum einen wichtig zu unterscheiden, rechtssicher und was sind meine Ansprüche, also was möchte ich was sind auch meine Bedrohungsszenarien, möchte ich nicht, dass Bilder von meinen Teilnehmerinnen in irgendwie öffentlich zugänglich sind, möchte ich nicht, dass nachvollziehbar ist, dass irgendjemand bei mir im Kurs war oder gibt es irgendwelche Telefonnummern, die verloren gehen können. Das ist ja dann noch, also ist noch ein bisschen zu trennen von der Sache der Rechtssicherheit, glaube ich. Also da ist es auch eine Frage, die man sich stellen kann, was sind wirklich neben dem, dass ich eine Klage bekommen könnte, meine Bedrohungsszenarien. Das ist auch was eher ins Bildungsmanagement hineingeht. Das sind die Fragen, die sich die Bildungsmanagerin stellen kann. Ich möchte dann später nochmal kurz auf das Thema Transparenz und wie kann ich das in der Basisbildung oder in einem Sprachkurs zum Beispiel kommunizieren zurückkommen. Lass jetzt aber mal die kurz reden. Ja, ja genau. Also meine Frage wäre eigentlich auch in eine ähnliche Richtung schon gegangen, weil ich im Chat gelesen habe, ein Kurs, für den ich verantwortlich bin. Wie kann ich da jetzt Sicherheit schaffen? Und das erinnert mich an eine Frage, die auch per Voting-Tool schon gekommen ist. Wer ist eigentlich verantwortlich, wenn jetzt jemand eine Datenschutzverletzung in einer Organisation begeht, also zum Beispiel eine Kursleiterin? Wie bin ich dafür verantwortlich, wenn ich zum Beispiel Fachbereichsleiterin oder eine Leitungsfunktion innehabe? Wie spielt das alles zusammen? Wer beantwortet jetzt? Du darfst wieder. Michael, okay. Ganz kurz bitte. Okay, ich versuche es. Grundsätzlich, es ist jetzt auch vor kurzem schon im Chat gesagt worden, grundsätzlich sind die jeweiligen Bildungsorganisationen dafür verantwortlich. Das bedeutet, ich selbst als derjenige, der den Kurs anbietet, bin eigentlich nicht verantwortlich, weil ich werde gewissermaßen als Mitarbeiter oder auch als freier Mitarbeiter werde ich quasi der Organisation zugeordnet und die Organisation an sich ist der Verantwortliche. Es gibt zwar hier die theoretische Möglichkeit, sozusagen sich den allfälligen Schadenersatz dann vom Arbeitnehmer zurückzuholen, der ist aber, und das ist nach allgemeinem bürgerlichen Gesetzbuch, extrem eingeschränkt. Das bedeutet, dass es auf jeden Fall zuerst die Bildungseinrichtung trifft und wie gesagt, wir reden hier nicht von einem Schadenersatz per se, sondern von Verwaltungsstrafen, die ausgesprochen werden können. Und diese Verwaltungsstrafen, da gibt es nicht einfach nur einen Bescheid mit der Strafe, sondern das macht die Datenschutzbehörde so, das kenne ich auch live aus meiner Kanzlei, da wird man zuerst zur Stellungnahme aufgefordert, beziehungsweise kann man nach dem Datenschutzgesetz auch einen datenschutzwidrigen Zustand bis zum Ende des Verfahrens beseitigen, um dann keine Strafzahlung, also keine Verwaltungsstrafe zu zahlen. Das bedeutet, wann irgendwer sagt, ja, Sie haben eine Datenschutzverletzung gesetzt, weil Sie dieses Tool verwendet haben, dann kann ich im Rahmen des Verfahrens das Tool sozusagen nicht mehr verwenden und dann der Datenschutzbehörde schreiben, wir verwenden dieses Tool nicht mehr, wir haben den datenschutzwidrigen Zustand beendet und dann wird das Ganze an sich im Sand verlaufen. Also da haben wir relativ wenig Themen. Also, und als Referent, als Referentin bin ich eigentlich auch als übergeordnete Organisationseinheit, also Fachbereichsleiter beispielsweise, bin ich eigentlich auch nicht direkt verantwortlich, sondern es wird die Universität als unkörperliche Einheit, die Bildungseinrichtung, entsprechend treffen.
Es gilt übrigens auch, weil das gerade im Chat nur sehe, ganz kurz, für selbstständige Referenten. Also wenn ich nicht ganz frei eine Webseite anbiete, wo ich etwas anbiete auf dieser Website, beispielsweise eigene Seminare, die ich ohne Anbindung auf irgendeiner Bildungseinrichtung halte, da bin ich selbstverantwortlich, ganz klar. Aber alles andere, also wo ich auch nur lose mit jemandem verbunden bin, dürfte an sich da aus meiner Sicht, nämlich auch schadenersatzrechtlich oder von der Zuordnung her, der verwaltungsrechtlich kein Problem sein. Gut, vielen Dank. Jetzt will man es vielleicht oft nicht so weit kommen lassen, dass man sagt, im Fall wird man da nicht belangt. Wie kann man vielleicht konkret als Kursleiterin oder jetzt als Bereichsleitung vorbeugen, dass es einfach nicht so weit kommt? Also wir haben schon gehört, rechtssicher, datensparsam vorgehen. Julia, du machst ganz viel auch selbst über verschiedene Tools. Wie siehst du das Thema? Ich lese mir auch die AGBs durch, ganz einfach. Und schau mir an, was mit den Daten passiert. Man bekommt ein bisschen Übung darin, zu erkennen, was steht da drin und was passiert dann mit den Daten. Tools, in denen drin steht, hochgeladene Daten gehören nicht mehr mir oder werden an Dritte weitergegeben, scheide ich normalerweise aus. Außerdem überlege ich mir natürlich auch am Anfang, was sind meine Szenarien. Wenn ich mir entschuldige das böse Wort Padlet aufsetze, dann melde genau ich mich mit meinem Konto an. Die anderen, die Inhalte drauf hochladen, brauchen kein Konto dazu. Und die Inhalte, dann überlegen wir, was sind das für Inhalte, die sie hochladen, wenn das irgendwas ist, was sie quasi anonym selbst getippt haben, kann ich das zulassen, wenn sie ihre privaten Telefonnummern hochladen? Möglicherweise nicht. Also das ist was, wo man ein bisschen Übung bekommt in der Abschätzung. Aber wie gesagt, ich unterscheide dann immer zwischen rechtssicher und was sind meine Ansprüche an das Ding. Genau. Aber da hat der Matthias, glaube ich, auch noch ein gutes Tool, das bei der Abschätzung hilft, oder? Absolut. Also nicht wundern, das ist ein deutscher Link, datenschutz-generator.de, habe ich zuerst schon hineingepostet. Vielleicht kann man es nochmal hineinposten. Das ist wirklich die absolute Empfehlung gerade. Das ist ein Jurist aus Deutschland, der macht wirklich ganz tolle, kostenlose, vor allem für kleinere Unternehmen auch, Datenschutzerklärungen. Und der macht die nicht nur, sondern der fragt auch die richtigen Fragen. Das heißt, plötzlich bin ich mit Fragen konfrontiert, die eigentlich die DSGVO für unser Normalsterblichen sehr verschlüsselt vorgibt. Der hat die einfach ausformuliert und stellt die Fragen und sagt, hast du eine Antwort darauf? Und wenn nicht, dann kannst du das nicht nutzen. Und zum Schluss hast du dann ein DIN A4-Dokument und dieses Dokument muss dann jeder zustimmen. Und das kann ich sowohl für eine Veranstaltung machen, das muss ich für eine Veranstaltung machen, wenn ich dort fotografiere und die Inhalte verwende, genauso auch wie zum Beispiel heute, wenn wir ein Tool nutzen, wo online einfach mehrere Personen dabei sind, wo dann personenbezogene Daten auch verarbeitet werden. Und keine Scheu davor, wirklich einmal durcharbeiten, dieses Tool. Ich nutze es auch regelmäßig, vor allem auch für Veranstaltungen, Livestreams und so weiter. Das ist sehr, sehr hilfreich. Super, vielen Dank für den Tipp. Wir hatten auch noch eine Frage in unserem Voting-Tool. Wie man bei Online-Kursen die Einverständnis der Teilnehmenden einholt, in welcher Form, wie man das bei Kursen macht und wie man das insbesondere auch bei Online-Coaching macht. Matthias, du nickst, hast du da einen Tipp? Ich wollte gerade an Julia weitergeben, aber vielleicht nur als Einstieg, so wie wir das zumindest lösen, wenn wir so Veranstaltungen machen oder wie wir auch die Informationen weitergeben, ist in dem Moment, wo ich etwas aufsetze, was irgendwie fähig ist, irgendwas aufzuzeichnen oder personenbezogene Daten zu verarbeiten, überlege ich mir, wie kann ich die Einverständniserklärung einholen, und das muss ich halt in der Regel jedes Mal machen, wenn ich sowas tue. Ich kann natürlich schon zum Beispiel in einem Setting wie dem Zoom, Michael wird mich da unterbrechen, wenn ich einen Blödsinn erzähle, in so einem Zoom wie Setting würde ich das sogar einmal bei Beginn einholen und sagen, das wird aufgezeichnet jedes Mal, wenn du da dabei bist, weil das ist eh klar, wenn du diesen Tool entsprechend da einfach mitmachst. Da braucht man es nur einmal machen, aber grundsätzlich sollte man sich eigentlich jedes Mal, wenn man so ein Tool auch nutzt, die Frage stellen, was werden für Daten verarbeitet, zu welchem Zweck vor allem auch, also was will ich damit nur aufzeichnen, um des Aufzeichnungswillen wird wahrscheinlich zu wenig sein, es muss dann schon noch irgendwas passieren damit, und das ist auch etwas, nur weil ich es kann, soll ich es nicht automatisch auch machen, nicht einfach jetzt einen Screenshot machen und dann auf Facebook stellen zum Beispiel.
Julia oder Michael, Entschuldigung. Ja, ich wollte nur zustimmen, ich mache es also gerade sehr ähnlich, vor allem jetzt auch einige Male mit Basisbildungsteilnehmerinnen probiert. Das kann man gerade im, wenn man eine Zoom- oder Jitsi-Aufzeichnung anfertigt, mündlich machen und sagen, wir zeichnen das jetzt auf, das wird aufgenommen, ist das für euch okay? Und dann kann man diese Einwilligung, hat sie dann quasi auf Band, ich weiß nicht, wie ganz rechtssicher das jetzt ist, aber das war unsere Lösung in der Basisbildung zum Beispiel. Ich kann dazu Folgendes sagen, aus meiner Sicht ist die hohe Kunst im Datenschutzrecht eigentlich zu entscheiden, wo brauche ich eine Einwilligung, wo nicht. Ich kann Daten zu einem konkreten Zweck auf verschiedenen rechtlichen Erwägungen gewissermaßen verarbeiten. Und eine Erwägung, die da ganz gut ist, ist das sogenannte berechtigte Interesse. Das bedeutet einfach, überwiegt mein berechtigtes Interesse zur Datenverarbeitung das berechtigte Interesse desjenigen, dessen Daten verarbeitet werden, um sozusagen hier entsprechend die Daten, wie gesagt, verarbeiten zu können. Ja. Sache ist die, dass man insbesondere bei Webinaraufzeichnungen, wo man auch freiwillig teilnimmt in Wirklichkeit, durchaus dieses Interesse in Richtung der Datenverarbeitung gegeben sein wird. Das bedeutet, ich brauche nicht immer zwingend eine Zustimmung zu allem, auch nicht bei der Aufnahme aus meiner Sicht. Das Einzige, was ist, und das habt ihr beide jetzt eh schon gesagt, man muss die Teilnehmer darüber informieren. Das bedeutet, man sagt am Anfang, hey, das wird aufgezeichnet, diese Daten verwenden wir, nur das, ist das okay für euch, würde ich mir eigentlich eher sparen. Wir haben das zum Beispiel auch bei Lichtbildern sehr breit, dass man sehr oft eigentlich nicht fragen muss. Und ich warne da immer etwas, sondern es geht einfach darum, dort eine Einwilligung zu holen, wo sie sinnvoll ist, und dort eine Einwilligung zu unterlassen, wo sie nicht sinnvoll ist. Weil es krebsen viel zu viele Einwilligungserklärungen im Internet und darüber hinaus entsprechend herum. Vielleicht, wenn ich ganz kurz ein Beispiel bringen darf. Es gibt zurzeit, zumindest in Oberösterreich, gibt es eine Einwilligungserklärung, dass ein Kind in der Schule verwaltet werden darf. Da gibt es eine Vorlage und das entsprechend wird mehr oder weniger die Einwilligung eingeholt. Die Frage ist aber das, eine Einwilligung muss ja freiwillig sein und muss ein Opt-in sein. Was ist, wenn ich dann dort die Einwilligung als Elternteil nicht erteile? Das würde dazu führen, dass das Kind nicht verwaltet werden kann. Das würde dazu führen, dass das Kind nicht eingeschult werden kann, widerspricht aber der Schulpflicht. Das bedeutet, diese Einwilligungserklärung, muss ich leider so sagen, ist vollkommen sinnfrei, weil es hier eine gesetzliche Verordnung gibt oder eine gesetzliche Norm gibt, warum wir diese Daten verarbeiten, und auch das ist eine Möglichkeit. Also wie gesagt, ich warne vor überall Einwilligung einholen, Information ja, Einwilligung meines Erachtens nicht immer, beziehungsweise sogar in den seltensten Fällen. Ja, vielen Dank. Ich schaue mal mit Blick auf den Chat, da kommen viele Fragen. Auch in unserer Vorab-Erhebung sind noch Fragen unbeantwortet. Ich würde jetzt gerne einen Bogen machen, und zwar kam da die Frage, die auch recht hoch bewertet wurde, nach den Cloud-Speicherlösungen. Wie sicher sind eigentlich Cloud-Speicherlösungen? Was sollte man dabei beachten? Und ich sehe wieder den Matthias nicken. Nicht viel zu viel, merke ich. Nein, alles gut. So, nicht wundern, warum bei mir das Gesicht immer dunkel und hell wird. Die Sonne scheint mir gerade ins Gesicht. Oh, sehr schön. Also grundsätzlich, wenn es um Cloud-Lösungen geht, das Wichtigste ist einfach zu verstehen, wenn ich die Daten in einer Cloud-Lösung speichere, dann speichere ich es de facto auf einem fremden Computer. Und genau so muss ich mit den Daten umgehen. Das heißt, ich kann nie hundertprozentig sicher sein, dass nicht jemand Dritter auf diese Daten zugreifen kann. Und entsprechend, je sensibler die Daten sind, desto eher werde ich es oder soll ich es dann auch entsprechend nicht in der Cloud speichern. Beziehungsweise dann muss ich mir eben Lösungen überlegen, dass ich sie vielleicht zusätzlich auch entsprechend verschlüssel. Viele Möglichkeiten.
da auch wieder ein bisschen so die Angst zu nehmen. Keine Sorge, nicht jeder Cloud-Anbieter ist böse. Wichtig ist, man kann sich ruhig an den Großen orientieren. Das Tolle ist zum Beispiel bei OneDrive 365, wenn ich dann ein Abo habe, ich habe einen Terabyte Speicherplatz mittlerweile dabei und die haben sogar einen eigenen Passwort-Schutz-Schlüssel-Tresor mitten auf dem OneDrive. Also die schauen schon, dass da nichts passiert und da kann man schon relativ gut unterwegs sein. Also Lösungen ist zum Beispiel auch, wenn man jetzt Google Drive nutzt oder man will auf Open Source setzen und seinen eigenen Server nutzen. Wir nutzen in der Arbeit zum Beispiel Nextcloud, also das ist ja eben ein Open Source, brauche ich einen eigenen Server dafür und dann kann ich aber auch hundertprozentig sicher sein, dass die Daten wirklich bei mir in meinem eigenen NAS daheim liegen. Ich sehe gerade auch im Chat die Meldung, gerade von OneDrive gibt es eine deutsche Version, es ist nicht nötig, die amerikanische zu nutzen. Genau, das gibt es mittlerweile auch. Das ist auch genau aus diesem Wunsch heraus entstanden, dass man eben diese Daten wirklich auch auf europäischen Boden lässt. Wichtig ist, ich möchte es nochmal betonen, ich kann mir nie ganz hundertprozentig sicher sein. Ich brauche natürlich immer ein Grundvertrauen in die Betreiber. Nur weil jemand was schreibt, heißt das nicht, dass es stimmt. Aber umgekehrt auch der Schluss, wenn in den Datenschutzbedingungen und was auch immer sie dann eben schreiben, was drinnen steht, dann stimmt das bei den großen Anbietern meistens auch. Also da sind schon die Leute dahinter, die Experten sind und die schauen auch, dass das dann auch entsprechend eingehalten wird. Da möchte ich vielleicht auch noch kurz einhaken, dass man sich genauer überlegt, was sind wirklich sensible Daten. Wenn ich Teilnehmerinnen-Texte habe aus der Basisbildung, von denen ich nicht möchte, dass sie wer anderer liest, okay, aber das sind nicht wirklich sensible Daten, vor allem wenn sie nicht zu einer Person zugeordnet werden können. Also wenn sowas auf irgendeinem Cloud-Speicher liegt, kann ich das wahrscheinlich bedenkenlos tun. Da müsste man schon sehr viel Mühe drauf verwenden, das Ding hacken und dann den Text jemandem zuordnen oder was in der Richtung. Das ist eher das Gefühl, das ich habe, ich möchte nicht, dass diese Texte öffentlich werden, versus was ist tatsächlich für irgendjemand zum Beispiel von kommerziellem Interesse. Forschungsdaten vielleicht oder so. Und da möchte ich gleich ein Tool noch einwerfen, weil das wird auch viel zu selten genutzt noch. WeTransfer, also WeTransfer kennt mittlerweile jeder, große Daten werden verschickt, ist kritisch zu hinterfragen, was die wirklich mit den Dingen machen. Es gibt eine kostenlose Alternative von Firefox, ich habe es gerade in den Chat auch gepostet, send.firefox.com, die kann ich jedem ans Herz legen. Das ist schon zum Beispiel ein Schritt in die sicherere Richtung. Okay, danke euch. Ich habe jetzt von etwas bisschen früher noch eine Meldung aus dem Chat mir notiert. Vielleicht, Julia, an dich als Erwachsenenbildnerin. Wenn ich mit den Teilnehmerinnen gemeinsam entscheide, mich in irgendeinem Tool zu bewegen, ist es dann datenschutzmäßig okay? Oder wie kann ich da sicher gehen, dass ich meine Teilnehmerinnen da gut informiere, ohne ihnen jetzt da vielleicht irgendwelche Möglichkeiten abzusprechen oder irgendwie sie zu beeinflussen? Das finde ich jetzt ein bisschen tricky, weil es sehr darauf ankommt, welche Kompetenzen ich und meine Teilnehmerinnen haben, da eine kluge Entscheidung zu treffen. Also das würde ich jetzt nicht an meine Teilnehmerinnen abwälzen, sondern da soll schon ich als idealerweise Institution oder Bereichsleitung oder wenn es gar nicht anders geht, dann halt als Trainerin informiert genug sein. Rechtlich ist es sicher wieder was der Michael besser beantworten kann. Ich würde das nicht basisdemokratisch entscheiden, sondern eher schauen, dass ich mir da die Zeit nehme, Dinge zu testen und dann eine informierte Entscheidung treffe, als das jetzt in der Gruppe auch der Bequemlichkeit halber zum Beispiel zu entscheiden, weil oft fällt dann die Wahl eben auf WhatsApp, weil das haben eh alle am Handy und das können alle. Und das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu pragmatisch gedacht. Ist ein guter Hinweis, dass man vielleicht da nicht auch sich auf das verlassen sollte, was Teilnehmerinnen ohnehin schon nutzen, sondern eben als Erwachsenenbildnerin einfach die Verantwortung hat, da auch mitzudenken und zu schauen, was ist sicher. Ich glaube, das Thema, wenn ich da einhaken darf, ist auf der einen Seite eben diese Geschichte, was man immer wieder auch im Bereich des Marketings hört, sozusagen die Leute dort abzuholen, wo sie sind. Und dann nutze ich natürlich die Tools, die alle nutzen, allen voran zum Beispiel WhatsApp. Auf der anderen Seite, vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, Lehre ist an sich keine Demokratie, sondern das ist ein klares Autoritätsgefälle, um es jetzt ganz böse zu sagen. Ja.
Und dementsprechend ist es auch unsere Aufgabe als Lehrende, gewisse Dinge, gewisse Entscheidungen zu treffen. Man muss dazu sagen, dass aus meiner Sicht in einer idealen Welt, die halt so nicht existiert, das Ganze auch eigentlich nicht beim Lehrenden selbst liegen sollte, sondern in Wirklichkeit das meines Erachtens im Rahmen von Informations- und Auswahl-Workflows von der jeweiligen Universität, der jeweiligen Bildungseinrichtung entschieden werden soll. Ja. Also das Problem ist, dass ich bekomme immer wieder Anfragen, ja, wir wollen jetzt E-Learning machen. Zurzeit machen wir alle E-Learning, also das ist jetzt eine rapide Evolution gewesen. Und dann wird immer gesagt, ja, wir wollen die alten PowerPoint-Folien dieses Professors online stellen. Und dann ist meine erste Frage immer, ja, hat der Bilder drinnen? Und wenn ja, hat er dort die Urheberrechte? Und dann hast du immer, wissen wir nicht. Und das ist halt einfach ein Workflow, der so nicht funktioniert. Also in Wirklichkeit ist es so zu sagen, okay, man wählt gemeinsam, wie auch immer, in den entsprechenden Stellen. Für das gibt es meines Erachtens auch Rechtsabteilungen auf den Universitäten oder externe Rechtsanwälte, die sich immer freuen, wenn sie da irgendwas dazu sagen dürfen, das einfach diese Tools entsprechend zu untersuchen und einfach entsprechend auch auszuwählen. Also die Art und Weise, wie es eben jetzt ist, dass man, da muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal auch etwas alleingelassen wird, das ist halt schon ein Thema. Und ich hoffe, dass sich das jetzt auch in der E-Learning-Diskussion, die ja zurzeit eben durch die Corona-Situation herrscht, vielleicht auch entsprechend verbessert, weil wir jetzt alle gezwungen sind, dass wir entsprechende Tools einfach einsetzen. Genau, und ich glaube, um da noch anzuverknüpfen, man sieht einfach plötzlich, dass man doch einfach ein bisschen Zeit braucht, um sich mit diesen Tools auseinanderzusetzen und diese Zeit sich auch nehmen muss. Jetzt sind wir gerade gezwungen worden dazu, sehr schön. Das Problem ist nur, wir hätten eigentlich vorher die Zeit uns schon nehmen sollen, damit wir wissen, was wir machen. Und das kann man aber jetzt einfach nutzen und sagen, jetzt habe ich eigentlich die Möglichkeit und ich setze mich mal eine Stunde hin und überlege mir zum Beispiel für meinen Bildungsbereich auch, welche Tools möchte ich anbieten mit einer Checkliste, was sollen die Tools überhaupt können, und dann kann ich einfach auf Recherche gehen. Und das Tolle ist, ich kann es nur anbieten, einfach mal in Google gehen, es gibt tausende tolle Linklisten, es entsteht heute im Chat eine großartige Linkliste, es gibt so viel tolle Informationen und es gibt viele Menschen, die einem heutzutage jetzt gerade in der schwierigen Situation auch gerne einfach weiterhelfen. Ja, ich sehe, im Chat wird schon angesprochen, 1000 Listen in einer Stunde. Das ist natürlich momentan ein bisschen das Problem, dass einfach viel Information da ist und man einfach nicht wirklich so schwer einfach durchkommt, durchzusortieren. Es gibt auch den Kommentar einer Kollegin, die sagt, sie arbeitet in einer kleinen Bildungseinrichtung, haben keine Rechtsexperten im Haus. Vieles müssen sie selbst entscheiden. Es ist einfach wirklich eine große Verantwortung. Julia, wie siehst du das? Ich möchte jetzt auch nochmal auf den Chat reagieren und sagen, es gibt natürlich die 1000 Listen, es gibt aber auch die 1000 Anwendungsfälle. Es gleicht ja keine Bildungseinrichtung der anderen oder viele nicht. Und viele Kurssettings gleichen sich nicht. Deswegen ist es so schwierig, da generelle Empfehlungen auszusprechen. Dieses Tool passt jetzt für alle, nehmt das. Mhm. Es kommt total darauf an, ob ich eine IT-Abteilung habe, die mir ein Lernmanagementsystem aufsetzen kann, oder ob ich selber irgendwie schauen muss, wie ich mit meinem, was steht da, notgestoppten Basisbildungskurs irgendwie in Verbindung bleibe. Das heißt, was Sie da jetzt vielleicht erwarten, dass es eine Empfehlungsliste für alle gibt, können wir jetzt einfach leider nicht so liefern. Und ich möchte mich da nochmal auf den Matthias beziehen. Ja, das braucht jetzt Zeit. Wenn ich datenschutzkonform agieren möchte, dann wird kein Weg dran vorbeiführen, mir eine Auswahl von Tools herzulegen, die durchzuschauen und mit meinen Kolleginnen und Kollegen durchzutesten, in Hinblick auf Datenschutz und auch in Hinblick drauf, bringt das was für meine Lernsituation jetzt? Tut mir leid, das kann ich auch nur so sagen. Ja, also es kommen laufend Beispiele auch im Chat. Die VHS Cloud als Lernmanagementsystem, wo Datensicherheit wirklich ein zentraler Punkt ist. Also das ist vielleicht das Tipp für alle, die sich wirklich in einer VHS befinden und es nutzen können. Es gibt sicher viele Institutionen, die haben Lösungen, aber es ist klar, es sind einfach nicht alle in dieser Situation, dass da jetzt Lösungen schon gibt. Julia. Vielleicht darf ich da noch kurz was dazu sagen, weil ich jetzt da sperrig gelesen habe. Das ist leider oft der Fall, dass die Tools, die solide und sicher sind, von der Benutzung her manchmal schwieriger sind.
Das ist auch etwas, das man in Betracht ziehen muss und das möglicherweise mehr Aufwand ist, in solche Tools reinzukommen, die zu bedienen. Ich habe ganz viel, Gegenstimmen zum Beispiel zu Moodle oder zu OLAT bekommen. Die sagen, das ist einfach total unsexy, darin zu arbeiten. Okay, aber es läuft auf meinem Server und es ist sicher. Jetzt kann ich dann abwägen, was ich haben möchte. Also da muss man möglicherweise Abstriche bei der Usability oder Bequemlichkeit machen, um mehr Sicherheit zu bekommen. Oder sagen, na, mir ist die Zugänglichkeit wichtiger. Datenschutz wird schon irgendwie passen. Auch eine Entscheidung, aber eine Entscheidung, die die Institution idealerweise treffen sollte. Oder sonst halt das Bildungsteam. Ja, du sprichst ja schon an das Spannungsfeld, das man einfach immer hat zwischen Usability, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit, in dem wir uns da bewegen. Ich möchte gerne noch eine Frage einbringen, die vorab im Slido gekommen ist. Und zwar, wenn Tools kostenfrei angeboten werden, wie kann ich schnell erkennen, womit ich tatsächlich bezahle? Also bezahle ich mit meinen Daten, mit Teilnehmerinnen-Daten? Michael, woran kann man das schnell erkennen? Schnell würde ich auf jeden Fall mal die Nutzungsbedingungen ansehen, weil es dort meistens recht kurz drinnen steht. Man findet es Your Data meistens, beziehungsweise auch im Bereich, also irgendwie Werbung oder so, auf das würde es entsprechend stützen. Beziehungsweise gibt es heute dann die Möglichkeit, nachdem das Websites sind, ich kenne es beim Safari zum Beispiel, wo ich einfach auch in der Webseite im Text suchen kann und einfach so magische Wörter eingeben kann, wie zum Beispiel entsprechend sich Datenschutz oder Urheberrecht oder Userdaten und damit ist meines Erachtens durchaus die Möglichkeit, dass ich das schnell auch mal entsprechend ansehe, beziehungsweise die andere Möglichkeit einfach googeln. Also die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer dieses Problem schon hatte, ist wahnsinnig hoch. Und ich meine, ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, ich habe mal den Spaß erlaubt sozusagen und habe mir das angeschaut für Online-Spiele, beziehungsweise auch für Facebook, Twitter und Co. Dort findet man das relativ schnell und wie zu erwarten sind die Ergebnisse datenschutzrechtlich gesehen oder urheberrechtlich gesehen durchaus vernichtet. Genau, ich kann vielleicht da noch anhängen. Ich sehe immer dieses Spannungsfeld jetzt auch im Chat und habe auch das Gefühl, dass es immer wieder da ist, zwischen kostenlos und kostenpflichtig. Und natürlich ist ein Tool nicht kostenpflichtig, weil es jemandem Spaß gemacht hat. Das ist leider sehr selten der Fall. Also es gibt ganz tolle Open-Source-Programme wie zum Beispiel Jitsi, die eben wirklich aus der Community heraus entwickelt worden sind, einfach weil der Wunsch da ist, ein gescheites Videokonferenz-Tool zu haben. Das ist auch kostenlos, weil eine Community dahinter steht, aber in den seltenen Fällen ist das der Fall. Meistens sind die Tools, die wirklich gut funktionieren und die dann ebenso wie Google sehr einfach, gemütlich, praktisch sind, natürlich immer verbunden mit irgendeiner Zahlung und die Zahlungen sind meistens die Daten, die ich dann hergebe dafür auch. Darf ich da noch kurz aus der Praxis von Fördergebern und so weiter hinzumelden? Gerade Lizenzen werden ganz selten beantragt, dass man dafür Mittel bekommt. Das wäre was einfach in den Antrag reingehört. Beziehungsweise auch unter Lehrmittel fallen könnte, ein sicheres Lernprogramm oder eine Pro-Version von irgendeinem Cloud-Speicher oder was auch immer. Also an alle Bildungsmanagerinnen beantragt das bitte. Im Sinne des Datenschutzes auch. Vielleicht, was ich jetzt empfehlen kann, wenn man, wann immer Tools, ich hoffe, man hört mich jetzt lauter, das war vorher etwas offenbar zu leise. Ich habe jetzt mein Mikrofon nachgestellt. Was ich zum Beispiel nutze selbst, das ist jetzt rein als Rechtsanwalt, das ist zum Beispiel die Plattform Jurio, nennt sich die. Das ist wirklich, wird in Österreich in Graz gehostet. Graz macht immer ganz klasse Sachen. die sind sehr sicher. Ich verwende zum Beispiel dieses Tool, kann ich jetzt ehrlich sagen, um meinem Mandanten Akteneinsicht zu gewähren, weil ich kann dort interne und externe Ordner entsprechend kreieren, habe dort auch ein Chatprogramm, beziehungsweise habe auch ein Kanban-Tool. Das heißt, ich kann auch im Prinzip auch Aufgaben ähnlich wie bei Trello verteilen.
Ja, wie gesagt, ich würde jetzt keine Werbung machen, aber das ist zum Beispiel das, was ich, weil es auch für uns Rechtsanwälte mittlerweile ein Thema ist, datensicher kommunizieren. Also wir sind uns ja zurzeit nicht einmal sicher, ob wir überhaupt noch E-Mails schicken dürfen, aber das ist meine Lösung, die an sich ganz gut funktioniert. Super, vielen Dank, Michael. Könntest du bitte den Link noch in den Chat posten? Wir haben einige Fragen dazu, wie das Tool jetzt genau heißt, also das Jurio. Ja, wird sofort erledigt. Bitte, danke. Ja, ich schaue gerade noch unsere Vorab-Umfrage durch, damit wir hier keine Fragen übersehen. Ich meine, ganz kurz andiskutiert haben wir die Frage von mit Fotos von Bildungsveranstaltungen. Ich würde die gerne jetzt noch einmal aufgreifen. Wie geht man da am besten vor, wenn man große Veranstaltungen hat und man möchte Fotos machen? Da kann ich ganz schnell was dazu sagen, auf diesen Datenschutzgenerator gehen, den ich heute schon reingepostet habe und einfach dieses Datenschutzblatt ausfüllen. Da sind alle Fragen und Antworten drinnen, die man wirklich beachten muss. Und wichtig ist einfach, eine Regel ist, je geschlossener und je privater etwas ist, desto eher darf ich nicht einfach veröffentlichen, was dort passiert ist. Je größer und öffentlicher etwas ist, desto eher darf ich die Dinge, die dort passieren, auch veröffentlichen. Und da würde ich gar nicht so ins Detail eingehen. Wie gesagt, dieser Datenschutzgenerator ist gerade die erste Wahl und die einfachste Möglichkeit, sich selbst einfach fortzubilden auch. Ja, super. Danke für den nochmaligen Hinweis dazu. Ja, noch eine Frage haben wir bekommen, und zwar, dass Datenschutzregelungen oft sehr lang sind, oft auf Englisch sind. Wie kann man sich da gut orientieren? Gibt es Schlüsselwörter, auf die man achten kann? Michael, worauf schaust du da zum Beispiel, wenn du so eine Datenschutzerklärung durchliest? Man muss dazu sagen, es kommt darauf an, Lieblingssatz vom Juristen, nicht jede Datenschutzerklärung ist eine Datenschutzerklärung. Muss ich mich ganz klar unterscheiden, ist es eine Datenschutzerklärung auf einer Webseite, die informiert mir an sich nur, wie Cookies meine IP-Adresse verwenden auf dieser Webseite. Die hilft mir beim Tool selber nicht viel. Das heißt, ich muss schauen, dass ich die richtige Datenschutzerklärung habe, wo es darum geht, dass ich informiert werde, zu welchem Zweck und auf Basis welcher rechtlichen Grundlage entsprechend die Daten an wen weitergegeben werden. In Wirklichkeit, also da ist zu sagen, ich schaue auf gewisse Schlüsselwörter. Es ist sicher mal, zum Beispiel ist einfach DSGVO drinnen genannt, also einfach diese Wortfolge, bezieht man sich da auf irgendetwas? Ist irgendwas von User Rights oder nicht DSGVO, sondern GDPR, das ist die englische Bezeichnung von der DSGVO, gibt es da irgendetwas, beziehungsweise welche Möglichkeiten nimmt sich der Auftrag, also der Verarbeiter dieser Daten, nimmt er sich heraus, um die weiter zu leiten? Da würde ich dann eher so in Richtung schauen, Use of Data, beziehungsweise Your Rights oder Ähnliches. Also diese Dinge kann ich mir vorstellen. So richtige Schlüsselwörter, das sind leider die Datenschutzerklärungen etwas zu unterschiedlich. Ich kann da vielleicht noch was ergänzen, Michael. Berichtige mich, wenn ich jetzt einen Blödsinn erzähle. Aber soweit ich informiert bin, müssen eigentlich die Datenschutzerklärungen mittlerweile alle auf Deutsch sein, wenn die DSGVO zur Anwendung kommt. Stimmt das? Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, idealerweise. Es kommt auch dazu, dass ich in Wirklichkeit ja aus dem E-Commerce-Gesetz, aus der E-Commerce-Richtlinie, das sogenannte Herkunftslandprinzip habe. Das heißt, meine Webseite oder mein Tool muss einmal grundsätzlich den rechtlichen Anforderungen meines Landes genügen. Das bedeutet, dass ich jetzt einmal das grundsätzlich in Landessprache abfassen kann. Das Ganze, das heißt, auf einer englischen Webseite, englisches Tool, wird an sich auch die Datenschutzerklärung auf Englisch sein. Das halte ich durchaus für rechtlich möglich. Auf der anderen Seite ist jetzt ganz klar ein Schutzgesetz, also das spricht dann auch für eine mehrsprachige Formulierung. Letztlich wird es bei einem Tool, was auf Deutsch verfügbar ist, müsste es an sich eine deutsche Datenschutzerklärung geben. Ansonsten würde ich mir schon wieder Gedanken machen, sage ich ganz ehrlich. Ja. Das ist vielleicht auch genau der Punkt, warum ich das gerade angesprochen habe, weil wenn es auf Englisch ist, dann kann man schon mal kurz überlegen, dann ist schon mal ein erster Hinweis, vielleicht genauer hinzuschauen auf die Dinge, wo wir da eigentlich gearbeitet. Jo. Jo, danke schön. Zwei Dinge, wenn ich darf, in den Chat. Gerne. Und zwar
ganz arg aus meiner Dropbox heraus, die übrigens auch nicht datenschutzwidrig ist, sie wird nur öfter gehackt. Aber das sind sowieso allgemein zugängliche Dinge. Das eine ist eine generelle Information bei Eventfotos als Word-Dokument. Ich hoffe, das funktioniert. Die kann ich gerne zur Verfügung stellen, da einfach einfüllen. Und das andere ist, ich habe 2019 einen Kurzvortrag gehalten, Datenschutzgrundverordnung versus Urheberrechtsgesetz, also was ist bei Lichtbildern zu beachten, weil das immer wieder ein großes Thema ist, auch im Lehrbereich. Ich werde beide Links da freigeben. Ich hoffe, das funktioniert. Und ja, also dann schauen wir mal. Ich werde es dann im Chat posten. Ja, super. Vielen Dank. Ich würde gerne auf ein Thema noch eingehen, das ein bisschen wegführt von der Diskussion sichere Tools, wie kann man Rechtssicherheit schaffen, sondern auf die sichere Nutzung der Tools noch einmal eingehen. Es kann ja passieren, dass man jetzt ein super Tool hat, DSGVO-konform, Ende zu Ende verschlüsselt und alles eingehalten hat und es dann aber nicht sicher verwendet. Ich schaue jetzt wieder den Matthias an, der ja bei Safer Internet ist und auch wieder nickt. Matthias, was sind so deine Tipps, wie man jetzt wirklich gut, sicher Tools nutzen kann? Ich versuche vielleicht die Frage mit etwas anderem zu beantworten. Woher kommt diese Angst? Woher kommt denn diese Angst, dass man etwas komplett falsch macht? In der Regel sind alle Teilnehmer hier schon weiter als der Rest, die nicht dabei sind, weil wir uns eh schon sehr viel Gedanken machen und alle, die heute da fertig sind, die wissen, dass sie darauf schauen werden in Zukunft, dass sie den Teilnehmerinnen, den Mitarbeiterinnen und so weiter transparent kommunizieren, was für Tools sie nutzen, was für Daten verarbeitet werden. Also da gibt es schon ganz viele Gedanken dazu. Und die Angst, Daten zu verlieren, die kann schon da sein, nur im Regelfall wird das nicht passieren. Im Regelfall wird niemand jetzt aktiv versuchen, jetzt irgendwo in einen verschlüsselten Chat einzusteigen. Natürlich gibt es Ausnahmebereiche, wie zum Beispiel, da, glaube ich, kann die Jule eh was sagen, wenn es dann um Beratungen geht, wo es um sehr persönliche Beratungen, auch vielleicht in der Psychologie geht, da muss man natürlich dann speziell nochmal draufschauen, weil das sind speziell schützenswerte Daten dann nochmal. Aber in der Regel werden wir mit Daten, ja, wir werden Daten verarbeiten, die jetzt nicht so schützenswert sind, dass wir da jetzt unsere eigenen Tor-Browser aufsetzen und dann nur noch über Notes irgendwie kommunizieren und speziell alles verschlüsselt. Also die Grundsatzeinstellungen, auch zum Beispiel WhatsApp, ist Ende zu Ende verschlüsselt. Das Problem ist nur, WhatsApp ist halt leider so gut, dass sie mittlerweile erraten können, was wir geschrieben haben, weil die halt einfach so viel Daten über uns schon haben und alles über Metadaten einfach mit tracken können. Deswegen auch der Wunsch, einfach alternative Tools nutzen. Jetzt wäre schon ein Zeitpunkt, Signal zum Beispiel wäre so eine Möglichkeit und immer eins bedenken, wenn wir mit dem kommunizieren, ich kann immer einen Screenshot machen und selbst wenn ich keinen Screenshot machen kann, weil die App es nicht erlaubt, dann mache ich ein Foto davon. Also alles, was irgendwie auf so ein Display kommen kann, kann in irgendeiner Art und Weise auch weiterverwendet werden und da hilft mir keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und da hilft mir kein unterschriebenes Datenschutzblatt, das kann abfotografiert werden und gegen mich verwendet. Deswegen diese Angst braucht man gar nicht haben, weil die technischen Tools, die wir nutzen, die sind mittlerweile eh schon grundsätzlich sehr, sehr sicher. Aber Julia, vielleicht zu dir noch zur Beratung. Ja, Beratung bin ich jetzt, also ist einfach ein sehr, sehr sensibles Setting, ja, habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht. Da geht es dann wieder Richtung rechtliche Dinge, weil da wirklich sensible Daten hin und her geschoben werden, beziehungsweise besprochen werden, wenn es um sexuelle Orientierung oder um Religionszugehörigkeiten geht, die einer Person zugeordnet werden können, das ist das natürlich besonders schützenswert und da finde ich, ist es auch besser, wenn man sich einen rechtlichen Rat einholt und sich das genauer anschauen lässt. Die meisten Daten, mit denen wir in unseren Kursen operieren, sind halt einfach nicht sensibel, sind zwar personenbezogen, aber nicht unbedingt jetzt in der Kategorie sensible Daten. Ich wollte mich noch auf was beziehen, was du vorher gesagt hast. Und zwar haben offenbar viele Leute das Gefühl, sie müssten jetzt quasi Expertin, Experte für Datenschutz sein, nur weil sie in Erwachsenenbildung unterrichten. Ich finde, das habe ich auch am Anfang gemeint mit den Ansprüchen, also da gilt schon auch ein bisschen Best Effort. Wir machen uns Gedanken drüber, wir schauen uns unterschiedliche Dinge an, wir schauen die AGBs an oder die Datenschutzvereinbarung und treffen dann eine Entscheidung. Und das muss jetzt für die einzelne Trainerin, ist das eh schon extrem viel verlangt, muss das jetzt einfach mal langen. Und die,
ja, wenn es eine große Organisation ist, dann wird die eine hoffentlich eine Rechtsabteilung haben, die da eine Rechtsmeinung dazu hat. Und wenn es eine kleinere Organisation hat, dann gibt es wahrscheinlich einen Vorstand oder irgendjemanden, der die da auch ein bisschen Verantwortung übernehmen kann und nicht die einzelne Trainerin und nicht der einzelne Trainer muss sich überlegen, ist dieses Ding, das ich da jetzt verwenden will, rechtssicher oder nicht? Das möchte ich gerade noch anfügen hier. Widerspricht man, Michael? Ja, ganz im Gegenteil, kann ich mir an sich nur anschließen. Was mir nur einfällt, was ich euch beide sozusagen auch fragen wollte, wie da euer Ansatz ist. Ich nutze privat, also auch in der Kommunikation, stellenweise, du hast zum Beispiel auch schon mit Spielehunden und so, Discord, wo man sich eigene Server aufsetzen kann. Ich finde Discord als sozusagen Anti-Facebook- oder Kommunikationstool eigentlich nicht schlecht, unter anderem, weil es auch die entsprechenden Apps gibt. Da habe ich mir gedacht, wenn ich ganz kurz um eure Statements bitten darf. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob man es im Bildungskontext jetzt gut einsetzen kann, aber privat steigen schon durchaus einige Menschen um. Also es gibt auch von Firmen mittlerweile schon die entsprechenden Discord-Server, wo man dann nur mit Einladung hineinkommt und so. Von den Universitäten kriege ich gerade immer das Feedback, wenn ich solche Webinare auch halte, dass die sich zum Mittagessen halt jetzt auf Discord treffen. Absolut, also das ist auch sicher ein Einsatzbereich. Ich sehe es ein bisschen kritisch, wenn man jetzt zum Beispiel das professionalisieren möchte und eben wirklich als Bildungseinrichtung das auch so nutzen möchte. Discord ist für mich eben, wie du sagst, so der Facebook-Ersatz. Ich habe da die Möglichkeit, Chitty-Chatty zu machen und es gibt nicht so dieses formelle Setting. In dem Moment, wo ich halt im Bildungsbereich irgendwie Fortbildung bin, soll ich schon schauen, dass ich auch Tools nutze, wo ich bestenfalls nicht mehr leisten kann, wo ich dafür zahle und wo ich auch Rechtssicherheit habe. Ich meine, es spricht nichts gegen Discord, aber es ist mehr so, in meinen Augen ist es nicht das richtige Tool dafür. Ich finde auch, dass Discord eher so ein bisschen einen informellen Beigeschmack hat. Ich bin auch mit meinen Spielerunden da drin, aber ich würde es jetzt nicht im Bildungssetting verwenden, weil es eben so mehr so freizeitartig rüberkommt. Also da geht es weniger um Datenschutzbedenken, sondern mehr um das Gefühl, das so ein Tool vermittelt. Dann bin ich dann schon eher bei den unsexy LMS zu finden, glaube ich. Interessant finde ich auch die Meldung aus dem Chat, die da kommt, wo die Söhne einer Teilnehmerin beide im Moment via Discord Schulunterricht haben. Besser als WhatsApp? Also scheinbar. Oder Facebook. Scheinbar gibt es da doch Beispiele, dass es im Schulkontext verwendet wird, im Bildungskontext. Es wird auch im Bildungskontext verwendet. Natürlich ist es jetzt gerade der schnelle Einstieg. Discord ist kostenlos. Discord hat die Möglichkeit, relativ viel Sachen zu machen. Nur wenn man sich mehrere Fragen stellt, dann wird man drauf kommen, dass es teilweise zu viel ist, teilweise Dinge nicht richtig kann, teilweise Dinge halt anders kann. Und da ist eben dann fraglich, ob man es auch so einsetzen kann. Für den jetzigen Umstieg, die letzten 2 Wochen, absolut, bitte go for it, weil viele Schüler und Schülerinnen fühlen sich da drinnen wohl. Ich kann sie mal in ihrer digitalen Normalwelt abholen und der Schritt eben zu einem LMS-System ist dann vielleicht hart, weil das schaut dann immer ganz so sexy und so schön aus, aber dafür habe ich dann dort auch die ganzen Tools und Möglichkeiten, die ich brauche im Bildungsbereich. Das heißt, wir sind wieder mitten im Spannungsfeld zwischen Design, Optik und eben Qualitätsmerkmalen, sagen wir jetzt einmal. Ja, aber Karin, ich sage es dir ganz ehrlich, mein Ausblick, und das glaube ich schon, was passieren wird, die nächsten 6. Monate werden viele dieser Tools wirklich sexy werden, weil jetzt geht gerade Geld in diese ganzen Sachen hinein. Früher ist das alles einfach das Geld. Und man sieht selbst bei dem Größten jetzt wie bei Zoom, die haben, glaube ich, erst diese Woche auf Deutsch umgestellt. Also vorher war ja alles immer auf Englisch und jetzt beginnen sie plötzlich alles auf Deutsch, auch die Startseite und so weiter, ganzen Subseiten, FAQs. Da sieht man einfach, das hat gefehlt, dieser kleine Push, und vielleicht hilft uns das auch, so tolle Tools wie zum Beispiel LMS oder Nextcloud so sinnvoll dann auch zu verwenden, verwendbar zu machen, dass es für die Masse tauglich ist. Das ist ein spannender Ausblick, ja. Also es wär natürlich zu hoffen, dass da in Sachen Design, Usability was weitergeht. Daran cool, ja, wolltest halt du noch was ja, ich wollte noch ergänzen. Sagen, an Usability und Design und User Interface sieht man halt dann oft auch das Geld, das reingesteckt wird in Dinge. Und Dinge, die weniger Geld haben, sparen an der Benutzeroberfläche. Ja. Und wenn jetzt hoffentlich Geld kommt, dann wird sich das, denke ich, bin ich da bei Matthias, ändern. Ich möchte noch eine Frage aus dem Chat oder beziehungsweise einen Kommentar aus dem Chat aufgreifen. Und zwar ging es da um eine WordPress-Seite. Also die Frage war konkret, ist eigentlich eine mit WordPress in der EU gehostete Webseite ein guter Ort, um Teilnehmenden Unterrichtsergebnisse bereitzustellen?
zum Beispiel auch mit der Pflicht zur Anmeldung? Ich greife die Frage mal auf. Ja, aber man muss natürlich einiges bedenken. Also es ist schon so, wenn ich eine eigene WordPress-Seite habe, dann habe ich ja meistens einen Serveranbieter. Da muss ich mal wissen, wo hat dieser Serveranbieter überhaupt seine Server? Sind die wirklich in der EU gehostet oder ist das nur die Domain, die dort gehostet ist? Und wenn ich mich da durchgearbeitet habe und dann wirklich eine eigene WordPress-Seite auch aufgesetzt habe, entsprechenden Sicherheitseinstellungen aktiviert, jederzeit. Nur man wird sofort merken, wie komplex es wird, weil was muss ich machen? Ich muss natürlich diese Seite regelmäßig warten. Ich muss entsprechend schauen, dass die Leute die Daten, die Möglichkeit Zugriffe haben. Es wird Personen geben, die Probleme haben, sich einzuloggen. Also ich beginne plötzlich ein ganzes System zu betreuen und da muss ich mir halt dann auch die Frage stellen, ob das dafür steht oder ob es nicht vielleicht eine einfachere Lösung gibt, weil nur der Wunsch jetzt einfach mal schnell eine WordPress-Seite aufzustellen, damit sich jemand einloggt, damit jemand auf Daten zugreifen kann, das kann ich vielleicht einfach auch lösen, indem ich einfach einen Link verschicke mit einem Passwort und ich schicke das Passwort dann nur an die Leute, die zugreifen dürfen. Google Drive Link zum Beispiel. Zum Beispiel. Also deswegen sage ich ja, nehmen Sie sich Zeit, das zu testen. Unterschiedliche Szenarien schreiben Sie sich zusammen. Was wollen wir jetzt? Was brauchen wir? Was sind unsere Anforderungen? Und Datenschutz ist eine davon, nicht die alles erschlägt. Und dann schaut man sich auch an, eben was macht mir das Ding dann für Arbeit und trifft dann eine informierte Entscheidung. Mhm. Genau. Ja, danke für den Hinweis, Julia. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, das kann man so mitnehmen, dass man wirklich eine informierte Entscheidung einfach trifft und sich nicht vielleicht auf Urteile verlässt, sondern wirklich schaut, was passt jetzt für den konkreten Anwendungsfall gut. Ja, ich schaue da noch kurz einmal in den Gruppenchat, ob da noch Fragen kommen. Genau, also muss ich als Trainerin meine Organisation fragen, wenn ich ein kleines Tool verwenden wird? Julia, du kennst die Praxis in Bildungsorganisationen am besten. Was würdest du vorschlagen? Ich weiß jetzt nicht, was unter kleines Tool gedacht ist. Das ist datenschutzmäßig, macht das keinen Unterschied, ob das Ding klein oder groß ist. Ich würde auf jeden Fall kurz Rücksprache halten, zumindest mit einer Kollegin oder mit einer Vorgesetzten, wenn ich das verwende. Ich meine, da in dem Fall geht es jetzt, glaube ich, um Learning-Apps, die sind absolut okay. Aber wenn ich etwas neu, gerade jetzt, wird dann ganz schnell irgendwas hergenommen. Gerade jetzt würde ich auch dazu raten, ein bisschen besonnen vorzugehen und einfach zu zweit oder zu dritt, wenn es jetzt nicht anders möglich ist, über etwas reden und sich kurz auszutauschen und dann eine Entscheidung zu treffen. Nicht einfach irgendwas hochzureißen, ohne mit jemandem drüber zu reden. Mhm. Also aus der Praxis empfiehlt es sich einfach mal kurz mit ein, zwei Leuten drüber zu reden. Sich auszutauschen. Ich möchte da vielleicht anschließen, diese kleinen Programme, die da genannt werden, wenn man jetzt einmal die Situation umdreht und uns wegbewegt von unserer Situation als auch Lehrende, Richtung Organisation, dann ist dieses kleine Programm nichts anderes als das, was wir als die Schatten-IT bezeichnen. Nämlich jener Teil der IT, der zwar verwendet wird, wo aber die Organisation an sich nicht weiß, dass sie verwendet wird und die entsprechend auch nicht kontrollieren kann. Ja, drum empfehle ich immer jede Organisation hier in Richtung einer Privacy Policy sehr genaue Richtlinien auch zu schaffen, was darf verwendet werden, was nicht. Das aber nicht unbedingt auf die Tools heruntergebrochen, sondern einfach generell Richtlinien und was auch ist, und da darf ich mit dir und meiner Vorrednerin anschließen, ich finde diese Vorgehensweise, die du gesagt hast, sehr gut, einfach sie mal auszutauschen, weil was da nämlich sehr oft passiert ist, dass man draufkommt, dass man das Rad teilweise auch neu erfunden hätte. Also wir sind gewohnt, there is an app for that, also es gibt ein Programm für etwas und ignorieren manchmal vollkommen, dass es eh schon Tools gibt, die auch in der Organisation entsprechend angekommen sind, wo man dann auch in Wirklichkeit eh das abgedeckt hat, was man braucht. Also darum halte ich diese Rücksprache auch für sehr sinnvoll. Noch sinnvoller wäre von den Organisationen eine Privacy Policy. Meiner Erfahrung nach gibt es die einfach in den meisten Fällen noch nicht. Ich gehe auch davon aus, dass sich das jetzt ändern wird, weil wir reden jetzt ja nicht nur von den direkten Auswirkungen der Situation,
die wir zurzeit haben, sondern wir reden auch von den Nachwirkungen. Also möchte ich auch dazu sagen, ja, dass das in der Politik jetzt, wenn ich auf die aktuelle Situation eingehe, wird immer bezeichnet als die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Weiß ich nicht in der Richtung, ja. Aber trotzdem, es wird uns als Gesellschaft, nämlich in Richtung, was geht alles online, wird es uns wahrscheinlich verändert zurücklassen, weil auch ich das jetzt sehe, dass ich auf einmal nicht notwendigerweise ins Büro gehen muss, um meine Arbeit zu erledigen. Also das Homeoffice bei mir als Rechtsanwalt sehr gut durchführbar ist und oder auch, dass jetzt E-Learning sehr gut durchführbar ist. Und ich glaube, dass sich da das Ganze, wie ich ja schon gesagt habe, in eine gute und richtige Richtung bewegen wird, wo dann Geld da ist, wo sich die Tools verändern, wo die Tools mehr sexy werden. Und da möchte ich mich auch anschließen, ich würde dem Datenschutz einen wichtigen Platz einräumen, aber nicht den wichtigsten Platz. Weil, und das habe ich auch heute am Anfang im Chat gesehen, also die Panik, ja, diese Panik ist genau das, was uns 2018, so von Jänner bis April oder bis Mai, bis dann die DSGVO da war, in Wirklichkeit gelähmt hat. Was einfach nur mehr, wo irgendwelche Entscheidungen getroffen worden sind, die stellenweise auch negative Auswirkungen gehabt haben. Und da muss ich wirklich sagen, es ist einfach nicht so tragisch geworden oder nicht so tragisch, wie man immer glaubt. Also dementsprechend würde ich diesem Aspekt Bedeutung einräumen, aber ihm nicht die Hauptbedeutung geben. Das ist nicht sinnvoll, sage ich ganz ehrlich. Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also wirklich auch dieses, ich glaube, es ist im Chat vorher auch schon gekommen, einfach nicht die Panik einfach nicht in den Vordergrund zu stellen, einfach zu schauen, was funktioniert, sich nach bestem Wissen und Gewissen zu informieren und dann die bestmögliche Lösung für den Moment sozusagen zu finden. Julia, du schaust so, als würdest du gerne noch etwas ergänzen. Vielleicht kann ich noch ganz kurz was ergänzen. Entschuldigung, wenn ich mich da jetzt reindränge. Die Datenschutzgrundverordnung, das ist ganz wichtig, kann für uns als Einzelperson alleine aufgrund dieser ganzen Modalitäten, auch wenn man von einer Verwaltungsstrafe ausgeht, kann aus meiner Sicht nicht existenzbedrohend sein. Ja? Die DSGVO wird nicht dazu führen, dass ich meinen Job verliere. Die DSGVO wird nicht dazu führen, dass ich in den Ruin getrieben werde. Das ist systemisch bedingt aus meiner Sicht nicht möglich. Julia. Okay, ja. Ich habe nur gerade noch kurz im Chat mitgelesen, wo Panik gegen Verantwortungsbewusstsein ausgespielt wird. Dem würde ich mich da jetzt gern verwehren. Verantwortungsbewusstsein bedeutet ja nicht nur, dass ich das Recht auf den Schutz der Daten meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer ernst nehme, sondern auch das Recht darauf, dass die zu ihrem Kurs kommen zum Beispiel. Also das ist einfach eine Abwägungssache. Wenn ich meinen Basisbildungskurs habe und sage, okay, die haben ein Recht darauf, dass ihre Daten so gut wie möglich geschützt werden, haben sie genauso gut ein Recht darauf, dass sie weiterlesen und schreiben lernen können. Und da muss ich einen Weg finden, der mich handlungsfähig macht. Und das ist nicht ganz einfach. Wir stellen da irgendwie jedem Satz, ja, muss man eh nur einfach voran oder schnell voran. Das ist es halt im Moment leider einfach nicht. Das wollte ich da nur noch als Reaktion dazu sagen. Dankeschön, ja. Ja gut, mit Blick auf die Uhr stelle ich fest, es ist 6:10. Das heißt, wir haben geplant, dass wir bis 18 Uhr diskutieren. Ich würde schon langsam eine Schlussrunde einleiten wollen. Vielleicht vorab noch einmal der Hinweis an die Teilnehmenden, weil auch die Frage im Chat schon gekommen ist, mit der Teilnahmebestätigung. Ja, die Möglichkeit gibt es, Sie müssen allerdings bis zum Schluss da bleiben. Also bitte noch um ein bisschen Geduld. Und an unsere drei Podiumsgäste würde ich jetzt abschließend noch die Frage stellen, vielleicht mit Blick auf die letzten 1,5 Stunden, auf unsere Diskussion da, auch im Hinblick auf eure berufliche Expertise, wenn ihr es noch ganz einmal kurz noch einmal zusammenfasst, was ist euch persönlich das Wichtigste jetzt im Hinblick auf das Sicherheit- und Datenschutzthema? Wir haben jetzt schon ein bisschen angefangen in die Richtung, aber vielleicht könnt ihr es noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Darf ich anfangen und ich versuche mich jetzt wirklich kurz zu halten. Der wichtigste Aspekt, und das gilt übrigens sowohl, weil das jetzt auch andiskutiert wird, fürs Urheberrecht wie insbesondere fürs Datenschutzrecht, ist das, was ich zuerst gesagt habe. Keine Panik. Es gibt genug Materialien, es gibt genug Informationen. Gerade der Datenschutzgenerator von Dr. Schwenke, den
auch wenn es sozusagen gegen mein Geschäft geht, den empfehle ich selbst immer, weil er wahnsinnig gut ist und auch für Österreich einsetzbar, also nicht nur für Deutschland. Aber wie gesagt, also es bringt nichts, sich durch den Datenschutz in irgendeiner Art und Weise lähmen zu lassen. Und ich kann auch dementsprechend trotzdem, weil das ebenfalls im Chat diskutiert wurde, Verantwortungsbewusstsein haben, ohne dass ich mich da jetzt irgendeiner Gefahr aussetze. Ja, dann schließe ich mit dem gleich an. Wir sollten als Erwachsenenbildnerinnen in der Lage sein, informierte Entscheidungen zu treffen. Wir müssen aber keine Rechtsexpertinnen und Rechtsexperten sein. Und die Organisationen sind da einfach auch ein bisschen zuständig, wie du gesagt hast, eine Datenschutzrichtlinie zu erarbeiten oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen zumindest. Ich sage jetzt zum Abschluss noch was Gutes zur DSGVO. Das Tolle ist, es betrifft uns ja alle selber, als User und Userinnen und Personen auch. Wir haben das erste Mal wirklich ein Rechtsmittel, mit denen wir große Unternehmen auch dazu zwingen können, dass sie endlich mal gescheit mit unseren Daten umgehen. Und das ist doch großartig, oder? Also was Besseres hat uns nicht passieren können. Ja, super. Tolle Abschlussworte. Vielen Dank euch drei. Ich möchte jetzt überleiten und noch ein paar organisatorische Dinge sagen. Noch ein paar Hinweise. Die angesprochene Teilnahmebestätigung. Noch einmal als Hinweis wirklich, meine Kollegin Martina hat das jetzt gerade als Folie auch eingeblendet. Es geht hier wirklich um eine separate Teilnahmebestätigung fürs Webinar. Also bitte nur, wenn Sie das jetzt wirklich brauchen, der EPMOG Plus ist davon nicht betroffen. Also auch wenn Sie hier keine Teilnahmebestätigung sich ausstellen lassen, kriegen Sie trotzdem eine für den EPMOG Plus, wenn Sie ihn bis zum Ende machen. Wenn Sie allerdings aus irgendeinem Grund eine separate Bestätigung fürs Webinar möchten, dann klicken Sie jetzt im Live-Webinar, also heute am 26.03. auf den Link, den Sie jetzt eingeblendet sehen und auch im Chat gleich bekommen und füllen Sie das Formular kurz aus. Es ist in dem Fall natürlich ein DSGVO-konformes Tool, mit dem wir das abfragen und das ist einfach, hilft uns einfach dann, Sie alle zuordnen zu können. Wenn Sie Fragen dazu haben, können Sie uns jederzeit an webtalk@erwachsenenbildung.at schreiben. Und ganz wichtig auch, die Bestätigung gibt es wirklich nur für die Live-Teilnahme. Also wenn Sie jetzt die Aufzeichnung ansehen, können Sie leider keine Bestätigung mehr erhalten. Wir freuen uns auch immer über Feedback zum DigiTalk. Dazu gibt es einen eigenen Fragebogen, einen Feedbackbogen, wo Sie den Link jetzt auch sehen bzw. im Chat bekommen. Die Aufzeichnung wird dann voraussichtlich morgen zur Verfügung stehen. Auch da gibt es den Link auf der Folie. Und dann noch kurz einen Hinweis auf unsere nächsten Live-Digitalks, auch im Rahmen des EPMOG Plus. In 3 Wochen, am 16.04. werden wir uns treffen und zum Thema Massive Open Online Courses als Open Educational Resources, also offene Bildungsressourcen nutzen. Das werden wir am 16.04. diskutieren. Da geht es auch ganz stark um urheberrechtliche Fragen. Also all jene, die heute da schon ein bisschen dazu gefragt haben im Chat, erhalten da ganz viele Infos auch zu offenen Bildungsressourcen und Urheberrecht. Und am 23.04. geht es um Live-Video-Formate in der Erwachsenenbildung, wo David Rötler live verschiedene Formate zeigen wird. Damit bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank an alle Podiumsgäste, vielen Dank auch an das gesamte EPMOG Plus Team, das im Hintergrund so toll unterstützt hat. Vielen Dank an Sie alle als Teilnehmerinnen, die da wirklich auch ganz viele Kommentare, ganz viele Fragen, aber auch Expertise eingebracht haben. Schönen Abend an alle, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Thank you.